Hallo und herzlich willkommen zum Darmglückskongress. Mein Name ist Michaela Axt-Gadermann. Ich bin Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg und ich forsche schon seit vielen Jahren zum Mikrobiom und über dieses Mikrobiom und was das Mikrobiom alles für uns macht, möchte ich euch im nächsten Vortrag jetzt berichten. Das Mikrobiom ist ein wahnsinnig spannendes Thema, zu dem in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel geforscht wurde und auch sehr viele Erkenntnisse gewonnen wurden. Und nicht umsonst heißt dieser Kongress ja auch Darmglückskongress. Es geht also um den Darm und um das Mikrobiom. Und ich möchte euch ein paar dieser neuen Forschungsergebnisse gerne vorstellen. Wenn wir von einem Ökosystem sprechen, dann denken wir vielleicht an ein Korallenriff oder an eine blühende Almwiese oder auch an einen Regenwald. Aber ihr alle tragt das komplexeste Ökosystem, das es gibt, in euch. Das ist nämlich das Mikrobiom des Darms. Und unter Mikrobiom versteht man die Summe aller Mikroorganismen im Darm, auf der Haut und in Schleimhäuten, also Bakterien, Viren und auch ein paar Pilze. Und dieses Mikrobiom ist so individuell wie dein Fingerabdruck. Das heißt, wahrscheinlich haben keine zwei Menschen auf der Welt ein identisches Mikrobiom. Ein ganz wichtiges Mikrobiom, ein ganz wichtiges Kriterium für das Mikrobiom ist Vielfalt. Diversität ist der Fachbegriff. Das ist eben ähnlich wie in einem Ökosystem. Auch das ist dann gesund und intakt, wenn es ganz, ganz viele Arten beherbergt. Und wir Menschen beherbergen wahrscheinlich können wahrscheinlich um die 1000 verschiedene Bakterien im Darm beherbergen. Die meisten von uns haben aber nur so 200 oder 250 Arten. Da ist es natürlich auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu einem gewissen Artensterben gekommen, genau wie bei den natürlichen Ökosystemen durch unsere moderne Lebensweise. Und in unserem Darm leben unglaubliche 100 Billionen Bakterien. Woher wissen wir denn so viel über das Mikrobiom? Das kann man aus Stuhluntersuchungen herauslesen. Bis vor ein paar Jahren gab es noch keine Methode, mit der man das gesamte Mikrobiom bestimmen konnte. Da hat man also in solchen Petrischalen Stuhlproben ausgestrichen und dann sind ein paar Bakterien und ein paar Pilze gewachsen. Und es sind vor allem solche Bakterien und Pilze gewachsen, die auch außerhalb des Darms leben können, die also mit Sauerstoff zum Beispiel zurechtkommen. Und das sind noch nicht mal 10% unseres gesamten Mikrobioms. Das heißt, in der Vergangenheit haben wir im Prinzip nur durch ein kleines Schlüsselloch auf das riesige Mikrobiom geschaut. Heute sehen Mikrobiomanalysen so aus. Das heißt, wir müssen die Bakterien nicht mehr auf einem Nährboden anzüchten, sondern wir können einfach genetische Merkmale dieser Bakterien bestimmen und dann Rückschlüsse darauf ziehen, was wir denn alles im Darm haben. Und diese neuen Methoden, die haben im Prinzip den Startschuss gegeben zur Erforschung des Mikrobioms. Und wir haben dadurch in den vergangenen 10, 15 Jahren enorme Kenntnisse gewonnen, wie wichtig denn dieses Mikrobiom für uns ist, für unsere Gesundheit und auch für unser Wohlbefinden. Und in den Folgejahren, nach dieser Entdeckung oder Entwicklung dieser neuen Labormethode, um eben das gesamte Mikrobiom zu analysieren, da sind die Publikationen, die Veröffentlichungen zu diesem Thema quasi explodiert. Also nicht nur Fachzeitschriften haben darüber berichtet und Forschungsergebnisse publiziert, inzwischen weit mehr als 80.000 Forschungspublikationen zum Mikrobiom, sondern eben auch ganz normale Publikumszeitungen, Tageszeitungen greifen im Moment dieses Thema auf und berichten darüber, weil es eigentlich fast jeden Tag neue und spannende Erkenntnisse in diesem Gebiet gibt. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn diese Mikroorganismen, die nehmen einen ganz großen Raum ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir Menschen, wir sind mehr bakteriell als menschlich, könnte man sagen. Denn 70% der Zellen, die wir in uns und auf uns haben, sind bakterielle Zellen und nur 30% sind menschliche Zellen. Das heißt, wir sind im Prinzip ein großer Bakterientransporter. Und schaut man sich die
Gene an, die wir Menschen zur Verfügung haben, dann sind das ungefähr 23.000. Das hört sich vielleicht relativ viel an, wenn man nicht wüsste, dass viele Unkrautpflanzen ähnlich viele Gene, über ähnlich viele Gene verfügen. Und es ist doch erstaunlich, dass ein so komplexes Wesen wie der Mensch nur über so viele Gene verfügt wie eine Unkrautpflanze. Und da kommen aber auch wieder die Mikroorganismen zur Hilfe. Die liefern uns nämlich 2 Millionen Gene, also 99% unseres Genpools ist von Mikroorganismen zugesteuert. Wir sourcen im Prinzip viele Funktionen aus und das Mikrobiom übernimmt dann die Produktion von Botenstoffen, von Hormonen oder auch von Molekülen, die für unser Leben wichtig sind. Und nur deshalb können wir Menschen mit so wenig Genen überhaupt große Leistungen bringen. Und inzwischen wird das Mikrobiom als ein eigenes Organ betrachtet. Und diese Menge an Mikroorganismen, die bildet eine Symbiose mit uns Menschen. Das heißt, dieses Zusammenleben ist zum beiderseitigen Nutzen. Wir Menschen profitieren enorm davon, dass wir so viele Mikroorganismen in uns und auf uns haben. Und die Mikroorganismen werden natürlich auch von uns versorgt. Die können unsere bestimmte Nahrungsbestandteile verwerten und leben deshalb auch im Darm gut. Es ist also im Prinzip ein Geben und Nehmen. Und wir alle sind von einer Mikrobenwolke umgeben. Der Zeichner von den Peanuts, der hat das schon vor mehr als 60 Jahren offensichtlich gewusst. Pigpen hat hier ganz viel Staub und Schmutz und sicher auch einige Bakterien, die um ihn herum in einer Wolke schweben. Aber 2015 hat man dieses auch wissenschaftlich untersuchen können. Und zwar gibt jeder von uns in einer Stunde etwa 1 Million Bakterienpartikel ab. Und diese Bakterienpartikel, die sind so individuell, dass man anhand der Mikroorganismen in einem Raum sagen kann, wer sich denn da aufgehalten hat. Und auch wenn wir umziehen, dann kommen diese Bakterien mit uns in eine neue Wohnung oder in ein neues Haus und sind dann 1-2 Tage später auch nachweisbar und markieren im Prinzip unsere neue Wohnung. Und sind diese Bakterienwolke ist eben auch wieder etwas ganz Individuelles. Wenn wir von einem gesunden oder einem kranken Mikrobiom sprechen, dann gibt es die beiden Begriffe Eubiose und Dysbiose. Bei der Eubiose sind die verschiedenen Bakterienstämme in einer Balance. Das heißt, ich habe von den wichtigen Bakterienstämmen weder zu viel noch zu wenige. Bei einer Dysbiose, bei einer Störung des Mikrobioms, kann es sein, dass ein paar Bakterien vielleicht dezimiert sind, zum Beispiel durch eine einseitige Ernährung oder auch durch Antibiotika. Oder eben sich andere Bakterien oder auch Pilze übermäßig stark ausbreiten. Und dadurch gerät die gesunde Balance in eine Schieflage. Und inzwischen wissen wir, dass dadurch auch das Risiko für viele Erkrankungen steigen kann. Und warum ist ein gesundes Mikrobiom so wichtig? Wir wissen inzwischen, dass das Mikrobiom mit ganz, ganz vielen Krankheiten in Verbindung gebracht wird. Hier ist einmal eine Auswertung der Veröffentlichungen zum Thema Darmflora, also Mikrobiom, bis 2016. Und da sieht man, dass es Studien gibt zu fast allen Erkrankungen. Es ist natürlich naheliegend, dass Darmerkrankungen wie Reizdarmsyndrom oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen ganz eng mit einer Veränderung des Mikrobioms verbunden sind. Aber auch metabolische Erkrankungen, also die unseren Stoffwechsel betreffen, wie Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen oder Zuckerkrankheit, die haben einen Teil ihres Ursprungs in Veränderungen des Mikrobioms. Allergien, Autoimmunerkrankungen werden mit einer Störung des Mikrobioms in Verbindung gebracht. Das kann man sich auch dadurch erklären, dass zum Beispiel 70% unserer Abwehrzellen sich im Darm befinden und dort die durch die Bakterien im Darm im Prinzip trainiert werden. Und wenn
es da ein Ungleichgewicht gibt, dann steigt natürlich das Risiko für Erkrankungen des Immunsystems, wie zum Beispiel Allergien. Und interessant ist es aber auch, dass neurodegenerative Erkrankungen, also Erkrankungen des Nervensystems und des Gehirns, mit Veränderungen unserer Darmflora einhergehen. Und wie lässt sich das denn erklären? Zum Beispiel das Gehirn, das ist ja ganz weit vom Darm entfernt. Das lässt sich erklären, wenn man sich den Darm als eine Art Braukessel vorstellt. Und in diesem Braukessel sind die Darmbakterien. Und wir geben dann individuell unterschiedlich verschiedene Stoffe in diesen Braukessel rein. Also wir nehmen vielleicht Medikamente oder wir essen Vollkornprodukte oder Fastfood. Wir nehmen Nahrungsmittelzusatzstoffe auf oder essen sehr eiweißreich oder sehr fetthaltig. Und je nachdem, was wir essen und welche Bakterien in unserem Darm sich befinden, verarbeiten diese Bakterien diese Nahrung zu ganz unterschiedlichen Stoffen, also entweder zu Vitaminen, zu wichtigen Nervenbotenstoffen, zu Sättigungshormonen oder zu Schutzstoffen wie Antioxidantien oder eben auch zu Entzündungsstoffen, zu Ammoniak, der dann in der Leber abgebaut werden muss und zu Leberschäden führen kann oder auch die Stresshormone, Hormonbildung wird angeregt. Also im Prinzip spielen mehrere Faktoren eine Rolle, welche Bakterien habe ich im Darm und was esse ich oder was führe ich zu? Und davon hängt es eben ab, was dann im Darm so alles zusammengebraut wird. Und diese Stoffe, die bleiben nicht im Darm. Dort wirken sie natürlich auch, aber die gelangen auch durch das Darmepithel in die Blutbahn und werden dann mit dem Blutstrom zu jedem Organ unseres Körpers transportiert. Und so erklärt sich eben auch, warum das Mikrobiom bzw. Änderungen des Mikrobioms im Prinzip fast jedes Organ unseres Körpers auch mehr oder weniger stark beeinflussen können. Nun ist aber die Frage, was ist denn die Henne, was ist das Ei? Das ist die Frage, die sich zuvor schon viele Wissenschaftler gestellt haben. Also ist das Mikrobiom zum Beispiel verändert, weil ich mich anders ernähre und dadurch auch andere Bakterien im Darm heranzüchte? Oder ist das Mikrobiom tatsächlich ursächlich verantwortlich für bestimmte Krankheiten? Und das hat man wissenschaftlich unter anderem untersucht durch die Übertragung von Kotpellets von zum Beispiel übergewichtigen Tieren auf schlanke Tiere oder von erkrankten Menschen auf gesunde Tiere und hat oft feststellen können, dass dann die Tiere tatsächlich diese Krankheiten auch entwickeln, allein dadurch, dass sie eben ein bestimmtes Mikrobiom übertragen bekommen. Und eine ganz interessante Studie wurde vom Max-Planck-Institut durchgeführt. Und zwar hat man dazu einen bestimmten Fisch, den türkisen Killifisch, verwendet. Das ist ein Fisch, der ist in der Jugend, ist sehr, sehr bunt und farbenfroh und sehr agil. Und der altert im Zeitraffertempo. Schon mit 12 Wochen ist dieser Fisch ein Kreis. Und er verändert sich dann auch äußerlich sichtbar. Also er verliert die Farbe und er wird auch viel träger. Und nun haben die Forscher des Max-Planck-Instituts eine ganz interessante Studie gemacht. Sie haben also zunächst mal in einem Aquarium junge Fische herumschwimmen lassen. Und die haben da drin natürlich gefressen, haben auch Kot abgegeben und mit dem Kot auch die Bakterien in das Wasser gegeben. Nun hat man diese jungen Fische rausgefischt und hat gealterte, blasse Kilifische dazugesetzt. Und das Ergebnis war, die alten Fische, die wurden plötzlich wieder agiler und beweglicher, die gewannen ihre Farbe zurück und sie lebten tatsächlich 40% länger als Fische, die nur ihre eigene Darmflora nutzen konnten oder die eben mit gleichaltrigen, also auch alten Tieren zusammengesetzt waren in einem Aquarium. Das heißt, die Bakterien der jungen Fische machten die alten Fische auch wieder jünger. Das war im Prinzip quasi ein echter Jungbrunnen. Ähnliches hat man auch feststellen können beim Thema Übergewicht. Und auch hierzu gibt es Tierversuche, wo man Stuhlproben übertragen hat. Und zwar hat man hier Stuhlproben von Menschen auf normalgewichtige Mäuse oder Ratten übertragen.
Und je nachdem, wie der Stuhlspender ausgesehen hat, also ob er normalgewichtig oder übergewichtig oder untergewichtig war, haben auch die Mäuse oder Ratten sich entsprechend verändert, sind also entweder normalgewichtig geblieben oder haben in kürzester Zeit ganz enorm zugenommen oder haben abgenommen. Und wichtig ist zu wissen, dass alle diese Nager genau auf die Kalorien berechnet das gleiche Futter bekommen haben. Also die Mikroorganismen, die zugeführt wurden, die haben manche Mäuse zu guten Futterverwertern gemacht und andere zu schlechten Futterverwertern. Nun hat man natürlich gedacht, man müsste auch noch ausschließen, dass vielleicht genetische Faktoren, die von übergewichtigen Menschen übertragen wurden oder von sehr schlanken Menschen, dass die eine Rolle spielen. Und deshalb hat man in einem nächsten Versuch eineiige Zwillinge gesucht, die also genetisch identisch sind, und hat wiederum deren Mikrobiom auf normalgewichtige Mäuse übertragen, Versuchsaufbau wie gehabt, also auch wieder gleiche Menge an Körnern. Und auch da ist im Prinzip das Gleiche rausgekommen. Die Maus, die das Mikrobiom vom übergewichtigen Zwilling bekommen hat, die hat enorm zugenommen und die andere Maus, die ist schlank geblieben. Und dass das Mikrobiom tatsächlich eine Rolle spielt, das weiß man inzwischen auch von Antibiotikatherapien. Antibiotikatherapien, je länger und je stärker diese Antibiotikaeinnahmen sind, desto stärker beeinflussen sie das Mikrobiom und desto stärker beeinflussen sie auch unser Körpergewicht. Dazu gibt es inzwischen Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von Studien, die das alle relativ eindeutig belegen. Antibiotika stellen einen Risikofaktor für Übergewicht dar. Und man hat zum Beispiel festgestellt, dass Kleinkinder, die häufig Antibiotika bekommen haben, ein deutlich höheres Risiko hatten, bei der Einschulung Allergien oder eben auch Übergewicht zu haben, als Kinder, die nur selten Antibiotika bekommen haben. Und auch bei Erwachsenen, bei denen das Mikrobiom ja schon viel stabiler ist, ließ sich das trotzdem nachweisen. Also länger dauernde Antibiotikagaben begünstigen auch hier Übergewicht. Und schon länger weiß man, dass dass Antibiotika Gewichtszunahmen fördern. Und deshalb hat man in der Vergangenheit auch Antibiotika gezielt in der Tiermast eingesetzt, um eben schnellere Masterfolge zu erzielen. Jetzt ist natürlich die Frage, lässt sich die Darmflora auf schlank programmieren? Man kennt Marker, die für Übergewicht sprechen und andere Marker, die man bei normalgewichtigen Menschen findet. Und da lässt sich das Mikrobiom tatsächlich ein bisschen beeinflussen. Wichtig sind die beiden Bakterienstämme Firmicutes und Bacteroidetes. Die Firmicutes sind quasi die Moppelbakterien und die Bacteroidetes, das sind die Rank- und Schlankbakterien. Und steigt die Anzahl der Firmicutes nur um 20% an, dann ziehen wir 10% mehr Kalorien aus unserem Essen. Und das ist zunächst nicht viel, das sind so 150 bis 200 Kalorien. Aber wenn ich mir diese nicht jeden Tag einspare, dann nehme ich im Laufe des Jahres 7 bis 8 Kilo an Gewicht zu. Und das ist auch genau das, was so Menschen beklagen, die sich selbst als gute Futterverwerter bezeichnen, dass sie eben gar nicht so viel mehr essen als die anderen, aber dass sie eben dennoch zunehmen und sich im Prinzip jedes Stück Kuchen oder jede Süßigkeit eigentlich vom Mund absparen müssen. Und dieses Verhältnis zwischen Firmicutes und Bacteroidetes, das gibt schon mal einen Hinweis darauf, ob das Mikrobiom denn eine Rolle beim Übergewicht spielt. Man kann diese Werte im Rahmen einer Mikrobiomanalyse bestimmen lassen und dann weiß man, ist dieses Verhältnis eher zugunsten der dickmachenden Firmicutes oder der schlankmachenden Bacteroidetes verschoben. Aber es gibt auch noch andere Marker, die man bei Übergewicht findet, zum Beispiel die bereits häufiger erwähnte Vielfalt, die ist ja enorm wichtig. Und bei übergewichtigen Menschen ist das Mikrobiom verarmt, also es fehlt die abwechslungsreiche Bakterienflora. Und es gibt auch bestimmte Bakterienstämme, die man teilweise in Probiotika findet, zum Beispiel Lactobacillus acidophilus oder Lactobacillus reuteri, von denen man weiß, dass sie tatsächlich eine Gewichtszunahme fördern.
Wenn man also nicht zunehmen möchte, dann sollte man sich im Idealfall ein Probiotikum suchen, was eben diese Bakterienstämme vielleicht nicht enthält. Und bei normalgewichtigen oder schlanken Personen, da findet man häufig sehr viele butyratbildende Keime, wie zum Beispiel Fäkalbakterium Prausnitzii. Auch das kann man im Rahmen einer Mikrobiomanalyse bestimmen lassen. Butyrat, das ist Buttersäure, die schützt tatsächlich vor Übergewicht. Schlanke Menschen haben auch häufig sehr, sehr viele Bifidobakterien im Darm. Und in Studien konnte man auch tatsächlich nachweisen, dass die Gabe bestimmter Bakterienstämme, wie zum Beispiel Lactobacillus plantarum, Lactobacillus gasseri und so weiter, dass die dazu führen, dass der Body Mass Index sinkt, dass Bauch- und Hüftumfang sinken und auch die Körperfettmasse zurückgeht. Und ich habe selber dazu Studien durchgeführt und wir konnten das auch bestätigen. Allerdings darf man keine allzu schnellen Erfolge erwarten, weil sich zunächst das Mikrobiom umstellen muss. Das dauert 4 bis 6 Wochen. Und anschließend, wenn das Mikrobiom sich etwas umgestellt hat, dann beginnt man plötzlich in vielen Fällen leichter Gewicht zu verlieren. Kann mich mein Mikrobiom auch sportlicher machen? Ja, muss man das sagen. Und das ist ein ganz spannendes Thema, mit dem sich die Wissenschaft erst seit kurzem beschäftigt. Und das betrifft sowohl Leistungssportler als auch Freizeitsportler, aber eben auch ältere Menschen, bei denen die körperliche Leistungsfähigkeit zurückgeht. Man weiß zum Beispiel, dass die Gebrechlichkeit von älteren Menschen zunimmt, wenn die Mikrobiomvielfalt abnimmt. Das heißt, wenn das Essen vielleicht einseitiger wird, weil man nicht mehr so gut kauen kann und so weiter und diese Mikrobiomvielfalt zurückgeht, dann nimmt die Gebrechlichkeit der Senioren zu. Und hier könnte man vielleicht mit probiotischen Bakterien, präbiotischen Ballaststoffen tatsächlich dieser Gebrechlichkeit ein bisschen entgegenwirken. Denn wir wissen, dass die Darmflora für mindestens 20% unserer körperlichen Leistungsfähigkeit verantwortlich ist. Und ein gesundes Mikrobiom verbessert deshalb unser körperliches Befinden und verbessert auch die sportliche Leistungsfähigkeit. Und dazu gibt es inzwischen eine ganze Reihe spannender Studien. Unter anderem hat man Sportlerstuhl, also die Bakterien von Ausdauersportlern auf Labormäuse übertragen, vor allem der Bakterienstamm Weilonella, ist dafür verantwortlich, dass wir gute Ausdauerleistungen bringen können. Und mit diesem Sportlerstuhl konnten die Mäuse 13% länger durchhalten im Hamsterrad als ohne diese Bakterien. Also das zeigt auch hier, gibt es tatsächlich einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den Bakterien im Darm und der körperlichen Leistungsfähigkeit. Das gilt auch für austrainierte Leistungssportler. Die hat man einem Test unterzogen unter extremen Bedingungen. Bei 35 Grad Celsius hoher Luftfeuchtigkeit mussten die bis zur Erschöpfung auf dem Laufband laufen. Das war der Pre-Test. Und dann erhielt ein Teil dieser Sportler eine probiotische Mischung. Da waren bestimmte Lactobacillen, Bifidobakterien und Streptococcus thermophilus enthalten mit einer hohen Keimzahl, also 45 Milliarden Keime pro Tagesdosis. Oder sie bekamen ein Placebo. Und 4 Wochen später wurde der gleiche Test unter den gleichen Bedingungen nochmal durchgeführt. Und die Placebo-Gruppe, die gab nach durchschnittlich 33 Minuten auf. Aber die Probiotika-Gruppe, die hielt unter den gleichen Bedingungen durchschnittlich 5 Minuten länger durch, als sie es im Pre-Test getan hatte. Und da geht man eben davon aus, dass tatsächlich diese Probiotika die Leistungsfähigkeit gesteigert hatten. Ansonsten wurden alle anderen Lebensstilmaßnahmen beibehalten. Und es gibt noch weitere Studien, die ich nur ganz kurz ansprechen möchte. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass Bakterien wie Streptococcus thermophilus oder Bifidobacterium breve die Regenerationszeit von Sportlern verkürzen und auch dadurch leistungssteigernd wirken. Oder es andere Bakterien die Infektanfälligkeit von Sportlern deutlich senken können und eben dadurch unerwünschte Trainingspausen minimieren können.
Jetzt haben wir über das Gewicht gesprochen, wir haben über die sportliche Leistungsfähigkeit gesprochen, aber kann mich mein Mikrobiom auch glücklich machen? Ja, das kann es tatsächlich und das sind gute Nachrichten. Diese Verbindung zwischen dem Mikrobiom und unserem psychischen Befinden, unseren Emotionen, die kennt der Volksmund schon lange. Diese Verbindung, die hört man aus so Sprichwörtern heraus wie Liebe geht durch den Magen oder wir haben Schmetterlinge im Bauch oder auch wir müssen schlechte Nachrichten erst einmal verdauen oder bestimmte Entscheidungen bereiten uns Bauchschmerzen, wir haben Schiss, wir haben ein gutes Bauchgefühl oder einen nervösen Magen oder Wut im Bauch. Das sieht man ja, dass die Menschen sich schon lange mit dieser Verbindung zwischen Verdauungstrakt und Psyche beschäftigt haben. Aber wirklich überprüfen konnte man diese Verbindung erst, seit man diese neuen Möglichkeiten der Mikrobiomanalyse hat. Und im Prinzip haben die Forschungsergebnisse all das, was der Volksmund schon seit Hunderten von Jahren weiß, auch bestätigen können. Zwischen unserem Darm und dem Gehirn gibt es tatsächlich eine direkte Verbindung, sozusagen eine Standleitung, das ist der Nervus vagus, der verbindet den Verdauungstrakt mit dem zentralen Nervensystem. Und über diesen Nerv tauschen Darm und Gehirn Informationen aus. Das ist eine Möglichkeit, wie Darm und Gehirn miteinander kommunizieren. Auf dieser rechten Seite sieht man aber, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, nämlich zum Beispiel über Immunimpulse oder auch über bakterielle Metaboliten oder über Hormone, Glückshormone zum Beispiel und deren Vorstufen. Und das Mikrobiom beeinflusst im Prinzip unsere Persönlichkeit, aber unsere Persönlichkeit beeinflusst auch unser Mikrobiom. Das weiß man zum Beispiel von Stresssituationen, in denen sich das Mikrobiom verändert. Und diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn, die hat man zunächst natürlich mal wieder an Tieren untersucht. Man hat scheuen, ängstlichen Mäusen Kotpellets von aggressiven, extrovertierten Mäusen übertragen. Und dann hat man festgestellt, dass diese schüchternen Mäuse plötzlich geselliger wurden. Die wurden mutiger, die haben sich häufiger aus dunklen Ecken rausgewagt und waren weniger in ihrem Häuschen versteckt. Also sie haben ihr Verhalten verändert. Und nun hat man auch nochmal versucht, das Mikrobiom gezielt zu verändern und zu schauen, welchen Einfluss hat das denn dann auf die Maus. Und zwar hat man Mäuse verschiedenen Stresstests unterzogen und hat ihnen vorher ein bestimmtes Bakterium verabreicht, Lactobacillus rhamnosus. Und in diesem Stresstest waren die Mäuse viel aktiver und kämpften zum Beispiel im Schwimmtest viel entschlossener und schwammen viel länger in diesem Glasbehälter als Mäuse, die diese Lactobacillen nicht bekommen hatten. Und wenn man anschließend die Stresshormonspiegel der Mäuse untersucht hat, dann hat man festgestellt, dass die auch weit weniger stark angestiegen waren, wenn die Mäuse vorher diese probiotischen Bakterien bekommen hatten. In einem zweiten Versuch hat man den Mäusen auch wieder diese Bakterien verabreicht, hat sie wieder dem gleichen Test unterzogen, hat aber vorher diesen Nervus vagus, also die Verbindung vom Darm zum Gehirn durchtrennt und da blieben alle Effekte aus. Die Maus war nicht mehr so entschlossen, die kämpfte nicht mehr so mutig und auch die Stresshormonspiegel, die stiegen enorm an. Und das zeigt eben, dass diese Verbindung von Darm zum Gehirn, dass sie enorm wichtig ist, um eben diese beruhigenden bakteriellen Impulse dann auch tatsächlich zum Gehirn zu schicken. Aber natürlich hat man diese Beobachtungen auch bei Menschen gemacht. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen mit Depressionen eine deutlich anders zusammengesetzte Darmflora haben als Menschen ohne Depressionen. Und alles, was unser Mikrobiom verändert oder stört, wie zum Beispiel Antibiotikatherapien oder Darminfekte oder auch Darmerkrankungen, all diese Ursachen erhöhen das Risiko, im Laufe der nächsten Jahre auch an einer Depression zu erkranken. Und dass auch hier wieder das Mikrobiom eine Rolle spielt, dazu gibt es einen weiteren spannenden Versuch. Und zwar hat man von depressiven Menschen Stuhlproben auf, sagen wir mal, glückliche Mäuse übertragen und
Diese glücklichen Mäuse, die wurden daraufhin unglücklich. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie unterscheidet sich eine glückliche von einer unglücklichen Maus? Man kann sie ja nicht befragen, aber man kann sie untersuchen und man kann sie beobachten. Zum einen sanken bei diesen Mäusen, die den Stuhl der Depressiven bekommen haben, die Spiegel von Glückshormonen wie Serotonin oder die Vorstufe zu Serotonin, dem Tryptophan, die sanken ganz deutlich ab. Und die Maus änderte auch ihr Verhalten. Sie wurde ängstlicher, sie wurde scheuer, sie veränderte ihr Fressverhalten, sie hatte geringeres Durchhaltevermögen in Stresstests und sie mied soziale Kontakte mit anderen Mäusen. Also ein ähnliches Verhalten, wie man es vielleicht auch bei depressiven Menschen häufig findet. Nun bekamen diese Mäuse entweder einen Probiotika-Mix oder ein Antidepressivum. Und in beiden Fällen wurde die Maus wieder glücklich. Das heißt, die Glückshormonspiegel stiegen an und ihr Verhalten veränderte sich wieder. Sie nahm wieder mehr Kontakt auf, fraß mehr und so weiter. Und man konnte gleiche Effekte erzielen mit einem Antidepressivum oder eben auch mit diesen probiotischen Bakterien. Und nun erhielten auch depressive Menschen einen bestimmten Mix mit probiotischen Bakterien, also im Prinzip den gleichen, den auch die Mäuse bekamen. Und auch hier hat man antidepressive Effekte eindeutig nachweisen können. Und die Wirkungen waren vergleichbar mit einem leichten oder mittelstarken Antidepressivum. Nicht jeder von uns ist depressiv. Stress hat aber wahrscheinlich fast jeder von uns. Und auch da gibt es verschiedene Studien. Ich selber habe dazu auch Studien durchgeführt. Und wir haben bei den Probanden zunächst die Stresshormone bestimmt, dann haben die 4 Wochen ein probiotisches Präparat genommen und anschließend waren tatsächlich bei fast allen Probanden die Stresshormonspiegel signifikant gesunken, obwohl im Prinzip sich im Alltag eigentlich fast nichts geändert hatte, also der Stress ist gleich geblieben. Und die meisten Teilnehmer hatten auch berichtet, dass sie sich subjektiv entspannter und wohler gefühlt haben. Also das, was wir objektiv messen konnten mit den Stresshormonspiegeln, das haben die uns auch bestätigt. Und es gibt weitere Studien hier, stelle ich nochmal eine kurz vor. Da hat man im Prinzip das Gleiche feststellen können, also auch, dass die Stresshormone sinken und dass sich die Teilnehmer wohler fühlen. Und man hat in dieser Studie auch noch das Hirn gescannt mit entsprechenden Methoden und hat festgestellt, dass bestimmte Gehirnregionen durch die Einnahme von probiotischen Bakterien sich besser von Stress distanzieren konnten beziehungsweise unter Stress weniger aktiviert wurden und wir dadurch dann eben einfach auch weniger Stress empfinden. Abwehrkräfte sind natürlich im Moment oder auch in den letzten Jahren ein ganz großes Thema gewesen. Deshalb möchte ich mit 2 Folien auch da nochmal darauf eingehen. 70% unserer Immunzellen, die befinden sich im Darm und diese Immunzellen, die stehen in einem ständigen Austausch mit dem Mikrobiom und mit den dort lebenden Mikroorganismen. Und je nachdem, wie dieses Mikrobiom zusammengesetzt ist, werden diese Immunzellen unterschiedlich stimuliert, also eher in Richtung Entzündungen gebracht oder in vielen Fällen eben auch gestärkt, trainiert und eher in die Balance gebracht. Und die Darmflora ist eben ein wichtiger Trainingspartner unseres Immunsystems. Und interessanterweise ist ein gesundes Mikrobiom auch wichtig für den Impferfolg oder auch für das gesunde und gute Überstehen von Krankheiten. Man hat zum Beispiel bei Tieren nachweisen können, dass Impfungen weniger effektiv sind, wenn die Tiere vorher mit Antibiotika behandelt wurden, wenn also das Mikrobiom geschädigt wurde. Und dass auch auf Virusinfekte die Reaktion des Immunsystems viel schwächer ausfällt, wenn die Tiere vorher oder gleichzeitig Antibiotika bekommen. Also eine Schädigung des Mikrobioms schädigt auch gleichzeitig die Abwehr von Virusinfektionen oder reduziert auch den Impferfolg, zumindest hier im Tierversuch. Aber bei Menschen ließ sich tatsächlich das Gleiche feststellen.
Man konnte feststellen, dass probiotische Milchsäurebakterien, die in diesem Fall ab der Impfung gegeben wurden, zu einem besseren Ansprechen auf die Schutzimpfung geführt haben, also höhere Antikörperspiegel erzeugen konnten. Der Zeitpunkt ab der Impfung ist vielleicht nicht optimal, weil das Mikrobiom sich ja erst aufbauen muss. Und in einer anderen Studie hat man Kleinkindern 2 Monate vor einer Masern-Mumps-Rötel-Impfung schon Probiotika gegeben oder eben ein Placebo. Und da hat man festgestellt, in der Placebo-Gruppe haben immerhin 17% keine ausreichenden schützenden Antikörperspiegel erreichen können. Aber in der Probiotika-Gruppe blieb dieser Impferfolg lediglich bei 8% der Kinder aus. Und hier konnte man auch feststellen, dass geringere Impfreaktionen aufgetreten sind. Impfreaktionen wie Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Schmerzen im Arm, die sind ja eigentlich normal und nicht schlimm, aber natürlich ist es schön, wenn die eben nicht auftreten und die Kinder, die Probiotika vor der Impfung bekommen hatten auch insgesamt weniger weitere Nebenwirkungen durch die Impfung. Woher weiß ich denn, wie es meinem Mikrobiom geht? Wir haben jetzt ganz viel gehört, wie wichtig es ist, wie wichtig Vielfalt ist, wie wichtig ein gesundes Mikrobiom ist, ein abwechslungsreiches, wie wichtig manche Bakterienstämme sind. Und wenn man wissen möchte, wie es mit dem eigenen, um das eigene Mikrobiom steht, dann kann man das zum Beispiel mit einer Mikrobiomanalyse durchführen lassen. Bei einer Mikrobiomanalyse wird eine kleine Stuhlprobe in ein bestimmtes zertifiziertes mikrobiologisches Labor geschickt und dort entsprechend analysiert. Und hier sollte man darauf achten, dass man tatsächlich um eine Mikrobiomanalyse bittet, weil die ist eben viel aussagekräftiger als eine Darmflora-Analyse. Ich hatte ja eingangs gezeigt, dass man früher so Nährböden verwendet hat, um Bakterien anzuzüchten und dass das eben nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt des Mikrobioms darstellt. Und mit einer kleinen Darmflora-Analyse kann man eben nur diesen kleinen Teil bestimmen. Mit einer Mikrobiomanalyse können wir im Prinzip die Gesamtheit des Mikrobioms oder zumindest den allergrößten Teil nachweisen. Und ich kann eine Mikrobiomanalyse beim Arzt veranlassen oder ich kann eben auch Testkits aus dem Internet mir bestellen und auch die dann selbst einschicken. Ausgewertet werden die im Prinzip in den gleichen zertifizierten mikrobiologischen Laboren. Also es ist im Prinzip fast egal, ob ich, also für das Ergebnis ist es egal, ob ich diesen Wert vom Arzt einschicken lasse oder ob ich eben ein entsprechendes Testkit verwende. Und wann macht eine Mikrobiomanalyse Sinn? Immer dann, wenn ich Darmbeschwerden habe, die vielleicht schon abgeklärt wurden, wo man keinen wirklichen Grund gefunden hat, also Stuhlunregelmäßigkeiten, Bauchschmerzen, Blähungen, Unwohlsein und vielleicht auch noch eine chronische Erkrankung, die möglicherweise mit diesen Veränderungen des Mikrobioms in Verbindung stehen kann. Also Allergien, Hauterkrankungen, Übergewicht, Stoffwechselstörungen oder auch andere Erkrankungen. Dann sollte man tatsächlich mal einen Blick auf das Mikrobiom werfen. Auch wenn ich längere Zeit Antibiotika nehmen musste, dann bietet es sich auch an, mal zu schauen, ob das Mikrobiom sich regeneriert hat. Direkt nach einer Antibiotikatherapie ist aber eine Mikrobiomanalyse wenig sinnvoll, weil das Mikrobiom sich zu einem gewissen Teil auch nach ein paar Monaten wieder regeneriert. Also da sollte man einen 3- bis 4-monatigen Abstand halten. Und wie kann ich denn nun dafür sorgen, dass mein Mikrobiom gesund ist, wie gesund ist oder gesund wird? Wie kann ich mein Mikrobiom steuern? Das Mikrobiom, das unterliegt vielen verschiedenen Einflussfaktoren. Das
beginnt schon bei der Geburt, mit der Art der Entbindung. Kinder, die auf natürlichem Weg auf die Welt kommen, haben ein gesünderes Startmikrobiom als Kinder, die per Kaiserschnitt entbunden wurden. Stillen beeinflusst das Mikrobiom, aber auch unser gesamtes Lebensumfeld. Lebe ich in einer Kleinfamilie, verwende ich desinfizierende Haushaltsreiniger, dann ist mein Mikrobiom vielleicht artenärmer als das Mikrobiom von Menschen, die in einer Großfamilie auf einem Bauernhof leben oder die Haustiere haben. Und natürlich spielt die Ernährung eine ganz wichtige Rolle. Und auf den letzten Folien möchte ich jetzt noch mal ganz kurz ein paar Ernährungsaspekte ansprechen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Mikrobiom zu verändern. Hier unten auf dem Bild sieht man zum Beispiel Antibiotika oder auch die Möglichkeit der Stuhltransplantation. Das sind natürlich Möglichkeiten, die nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Für uns kommen präbiotische Ballaststoffe und probiotische Bakterien in Frage. Und die können wir entweder als Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen oder auch über die Ernährung. Im Optimalfall nutzen wir da mehrere Möglichkeiten. Was sind Präbiotika? Präbiotika sind Ballaststoffe aus der Gruppe der Kohlenhydrate, die wir in vielen verschiedenen Obst-, Gemüsesorten und weiteren pflanzlichen Nahrungsmitteln finden. Und diese Ballaststoffe, die sind resistent gegenüber unseren Verdauungsenzymen. Das heißt, durch den Dünndarm kommen die im Prinzip weitgehend unverändert durch und stehen dann im Dickdarm unserem Mikrobiom zur Verfügung, sozusagen als Bakterienfutter. Und diese Präbiotika, die fördern die Entwicklung einer gesunden Darmflora, weil sie eben von gesunden, nützlichen Bakterien verstoffwechselt werden können. Aber viele Bakterien, die eher unerwünscht sind, schädliche Bakterien, die können damit nicht so viel anfangen. Das heißt, man stärkt mit den Präbiotika überwiegend den gesunden Teil des Mikrobioms. Und dann kennt ihr sicher auch den Begriff Probiotika von probiotischen Drinks, probiotischen Joghurts. Und Probiotika, da gibt es eine WHO-Definition, darunter versteht man lebende Mikroorganismen, die einen gesundheitlichen Nutzen für den Wirt haben, wenn sie in ausreichender Menge verabreicht werden. Und zu diesen Probiotika zählen Lactobacillen, Bifidobakterien, Streptococcus-Arten, Enterokokken, E. coli und auch einige Hefepilze. Präbiotika. Dazu gehören verschiedene unterschiedliche Gruppen, wie zum Beispiel Inulin oder Pektin, resistente Stärke. Und die können wir über verschiedene Nahrungsmittel zu uns nehmen. Optimal ist es, wenn wir jeden Tag aus jeder Gruppe ein paar Nahrungsmittel zu uns nehmen, weil jedes Präbiotikum unterschiedliche Bakterienstämme fördert. Und man sieht hier auch an dieser Liste, dass eine darmfreundliche Ernährung gar nicht langweilig oder eintönig sein muss, sondern man muss im Prinzip nicht weniger essen, sondern man kann mehr essen, mehr leckere Sachen wie dunkle Schokolade, Kaffee ist gut für das Mikrobiom, Mandeln, grüner Tee, alle Lauchgewächse wirken sich günstig auf das Mikrobiom aus, Haferflocken und so weiter und so weiter. Also da findet sich ja jeder irgendetwas Leckeres, um jeden Tag dem Mikrobiom eine Freude zu machen. Probiotika, die findet man zum Beispiel in Milchprodukten, also in fermentierten Milchprodukten wie Joghurt, Quark oder Kefir. Und darüber kann ich diese Probiotika zu mir nehmen. Allerdings weiß ich dann nicht, in welcher Konzentration die Probiotika darin enthalten sind. Und auch ich habe auch keine Informationen darüber, welche Stämme denn verwendet wurden. Das steht nur in den seltensten Fällen tatsächlich auf der Verpackung. Bei Probiotika, wenn ich damit Beschwerden behandeln möchte, dann ist es wichtig, dass sie ausreichend hochdosiert sind. Also zwischen 10, 15, 20 Milliarden Bakterien pro Tagesdosis sind dann auch schon sinnvoll. Wenn ich zu niedrig dosiere, wir hatten ja am Anfang diese immense Zahl von 100 Billionen Bakterien, die wir im Darm haben. Da kann man sich eben vorstellen, wenn ich zu niedrig dosiere,
dann kann ich da bei dieser großen Zahl an Bakterien, die diesen Probiotika entgegenstehen, nicht ganz so viel ausreichen. Also ausreichend hoch dosieren. Sinnvoll ist es, Probiotika zu oder nach einer Mahlzeit einzunehmen. Dann ist der pH-Wert im Magen höher, dann kommen die Bakterien besser durch den Magen hindurch. Sinnvoll ist es auch, mehrere unterschiedliche Bakterienstämme einzunehmen, um eben ein breites Spektrum abzudecken. Und im Optimalfall nehme ich gleichzeitig noch Präbiotika zu mir über die Ernährung oder auch eben über entsprechende Präparate, weil nämlich zahlreiche Bakterien, die auch enorm wichtig sind, die ich teilweise schon erwähnt habe, nicht als probiotische Bakterien zugeführt werden können. Die gibt es nicht als Präparate und die muss ich eben indirekt fördern, indem ich diesen wichtigen Bakterien im Darm ausreichend Bakterienfutter in Form von Präbiotika zur Verfügung stelle. Jede Änderung eures Ernährungsverhaltens oder der Zusammensetzung eurer Nahrung beeinflusst die Zusammensetzung eures Mikrobioms signifikant, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und über Nahrungsmittel könnt ihr die Balance, die Diversität, also die Vielfalt und die Anzahl mikrobieller Bakterienbesiedlungen verändern und auch die von diesen Bakterien produzierten Metaboliten. Und je konsequenter eine Ernährungsweise durchgehalten wird oder ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen wird, desto tiefgreifender sind die Veränderungen, die sich dann nachweisen lassen. Also wenn ihr euch streng vegan ernährt, habt ihr ein anderes Mikrobiom als derjenige, der eben eine Low-Carb- und eiweißreiche Ernährung bevorzugt. Im Optimalfall ist die Ernährung pflanzenbetont, aber auch abwechslungsreich. Mit ausreichend Fettsäuren, mit vielen Polyphenolen, mit ein bisschen Eiweiß natürlich, möglichst pflanzliches, aber auch ein bisschen tierisches und den entsprechenden Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, Olivenöl, auch das fördert ein gesundes Mikrobiom. Ich danke euch allen fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderbaren Kongress.